Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderbaren Kanal, wo wir ohne wunderschöne Menschen zusehen. Freunde, ganz kurz zuallererst. Ich weiß, mein Bart, darüber müssen wir reden erneut. Er sieht ein bisschen weird aus. Ich weiß nicht wieso, aber eine gewisse andere Person hielt es gestern Abend für eine gute Idee, mein Bart zu färben spontan. Ich war davon nicht so überzeugt. Das haben wir dann aber gemacht und jetzt sieht mein Bart aktuell so aus. Für die von euch, die schon mal die Haare gefärbt haben, wissen, yo, nach zwei, drei Wäschen ist die Haut nicht mehr gefärbt, weil aktuell sieht mein Bart halt weird aus, weil meine Haut auch noch diese Farbe hat, diese schwarze Farbe. Deswegen sieht er so übel dicht aus und so ein bisschen weird. Aber in den nächsten 1 bis 2, 3 Tagen sollte es wieder normaler aussehen. I'm sorry, guys, dass ihr das jetzt so ertragen müsst, aber wir wollten das mal versuchen und mal sehen. Das richtige Ergebnis sieht man ja immer erst so 1, 2 Tage danach. Deswegen müsst ihr jetzt damit leben. Aber, Freunde, ganz viel wichtiger. Wir geben uns endlich die restlichen Vivo Rounds, die wir noch nicht gesehen haben. Wir haben jetzt hier von Elif Freunde in der Live-Version. Für alle, die es noch nicht wissen, bin ein sehr, sehr großer Elif-Fan, ja. Ich habe sie letztes Jahr dann ja erst, oder war sogar vorletztes Jahr, ich weiß, ich habe sie erst durch den Song mit Samra entdeckt, und seitdem bin ich auch ein bisschen mit Elif in Kontakt und habe dann so ein paar Sachen von ihr immer mal wieder gerne mir angesehen. Die Songs, die rausgekommen sind, das Album Nacht ist eines meiner Lieblingsalben, die im letzten Jahr rausgekommen sind. Und jetzt haben wir hier noch Freunde in der Live-Version aus den Vivo Rounds, die ich euch sehr empfehlen kann, sehr ans Herz legen kann. Wir werden uns da gerne noch ein paar andere Sachen von geben. Wir haben noch von Elif einen weiteren Song offen und von Bad Moms J haben wir auch noch These Hoes Ain't Loyal offen, was uns auf jeden Fall noch geben werden. Und ich würde sagen, wir hören jetzt rein in der Live-Version von Freunde. Ich glaube, ich habe auch eine Reaction gemacht auf Freunde, werde ich oben ins i packen. Ansonsten müsst ihr jetzt heute, wie gesagt, diesen Bart. Sieht's besser aus als vorher? Sieht's jetzt schon gut aus? Was meint ihr? Sieht halt noch sehr künstlich aus, so mit den Konturen und so, right? I don't know, schreibt's gerne mal rein, Freunde. Wir hören jetzt auf jeden Fall rein bei Elif Freunde in der Live-Rounds-Version von Vivo. Oh, wenn ich spontan mitsinge, tut's mir leid. Oh. Ich tu so, als wenn wir Freunde wären. Als wär's mir egal, wie du mich ansiehst. Ey, ihre Stimme ist live krass. Es ist einfach krass. Es ist einfach krass, wie es sich live so gut anhören kann. Ich tu, als gäbe es sonst nicht mehr. Dabei macht es mich kaputt, was du hier abziehst. Du hast keinen Plan, was mit mir gerade passiert. Und ich ertrag es nur, um dich nicht zu verlieren. Und tu so, als wenn wir Freunde wären. Dabei weiß ich ganz genau, ich krieg das nicht hin. Krieg's nicht hin. Oh, ich liebe dieses Lied, Mann. Ich liebe dieses Lied. Ich liebe dieses Lied so sehr. Auch ganz kurz, Freunde. Wir haben auch hier wieder ein Poster. Wir haben auch hier. Ich mache auch sogar einen Screenshot. Ich mache einfach mal einen Screenshot. Screenshot. Es ist auch einfach ein Poster. Hi. Freunde, ich habe das. Elif hat mir ja mal. Nach meiner ersten Reaction auf sie hat sie mir ein Poster zugeschickt, weil ich meinte, ey, es ist ein Poster. Ich habe das Poster aber noch nicht aufgehangen. Ich habe noch keinen guten Platz gefunden. Es ist da hinten noch. Ich habe doch keinen guten Platz gefunden, Freunde, weil ich muss mal einen Roomtour machen. Ich habe sehr viele Poster. Ich habe obviously sehr viele Poster in meinem Zimmer hängen. Hi, Elif, auch schöne Frau, muss man sagen. Ich höre die Sprachnachricht vom Mädchen, wo du mir sagst, ich will dir so sehr, dass du es fast schon nicht mehr aushältst. Schon abgefahren, wie du jetzt mir fehlst. Ich kenne deine Namen, weil du tust auf deiner Haut, ja. Ey, auch gutes Outfit, Mann. Und ich finde es immer noch krass, dass man so concentrated sein kann, wenn man sich die ganze Zeit dreht. Nach 3 Drehschlummdrehungen kotze ich. Ich habe hier einen Eimer stehen, falls ich einmal mich zu viel drehe, gefühlt. Ich habe hier keinen wirklichen Eimer stehen, aber ich kann mich nicht drehen, Freunde, ich kann mich nicht drehen. Jetzt, wo du weg bist, habe ich gecheckt, wie sehr ich dich brauche. Ich lese die Nachricht vom Oktober. Wo du mir schreibst, ist es over, du kommst zu mir. Und es ist fast wie früher. Okay, ich muss aufhören mitzusingen, I'm fucking sorry, Mann, aber ich liebe dieses Lied, ich liebe dieses Lied. Was soll ich machen, Freunde? Ey, was soll ich machen? Nur, dass du wieder gehst und woanders stehst. Ey, diese Stimme, Mann, Elif. Was machst du? Was machst du denn? Bro. Wieder gehst und woanders stehst. Oh, diese Stimmfarbe ist so einzigartig. Ich tue so, als wenn wir Freunde wären. Als wär's mir egal, wie du mich ansiehst. Ich tue, als gäbe es uns nicht mehr. Dabei macht es mich kaputt, was du ja. Ey, diese Energie, auf die sie ausstrahlt. Du hast keinen Plan, was mit mir gerade passiert. Und ich ertrag es nur, um dich nicht zu verlieren. So, als wenn wir Freunde wären. Ey, wie krass ist das, dass man sich live so anhören kann eigentlich? Können wir darüber mal kurz reden, Freunde? Können wir mal kurz ein bisschen reden darüber? Wie krass ist das eigentlich? Wie kann man sich live so anhören? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Es ist krass. Dabei weiß ich ganz genau, ich krieg das nicht hin. Krieg's nicht hin. Falls ihr auf seit unserem Breakup, siehst du mich nicht mehr ohne Make-up. Ich wechsle 7-mal mein Outfit für die Party, wo du auch bist. Ich,
ich liebe jetzt diesen Flow. Diesen Flow-Change liebe ich. Ich kann nicht mehr pennen, wenn alles verdrängt, aber es klappt nicht. Weil ich ja nicht denke, glaube ich, bin nur mein Kopf. Ey, ganz kurz auch Shoutouts an Vivo, Mann. Die machen das immer ganz nice, so reinzugehen mit der Kamera und auch rauszugehen in den richtigen Momenten wieder. Coole, coole Kamera-Führung. Ich will nichts hören von deiner Meinung. Doch sag, dass ich mich für dich freue. Ey, auch das Light. Poster wieder, auch vier wieder. Freunde, ich sag's, wie es ist. Poster einfach. Ey, schaut mal auf die Nägel. Holy fuck, Mann, nice. Das ist ganz, ganz simpel, Mann. Das ist auf jedem Nagel nur so ein schwarzer Dot, so ein kleiner. Aus wie früher, nur dass du wieder gehst und woanders stehst. Ich tu so, als wenn wir Freunde wären. Ich liebe auf den Beat. Als wär's mir egal, wie du mich ansiehst. Ich tu, als gäbe es uns nicht mehr. Ey, halbe Reaction, ich sing einfach mit. Sorry, Leute, ganz ehrlich, Mann. Ich darf mir keine Songs mehr anhören, die ich schon so gut kenne und liebe einfach. I'm sorry, Freunde. Hey, ich weiß, jetzt viele von euch haben einen Hörsturz bekommen und müssen auch zum Ohrenarzt und sagen, ah, Hilfe, Hilfe. I'm sorry, I'm sorry. Dabei macht es mich kaputt, was du hier abziehst. Du hast keinen Plan. Wow. Du hast keinen Plan. Oh, das ist neu, das ist nur in der Live-Version drin. Das ist neu. Hey, hey, hi, okay. Bis uns nicht mehr. Das ist neu, das... Dabei macht es mich kaputt. Das ist in der Originalversion nicht. Normalerweise würde jetzt kommen, du hier abziehst. Und dann würde der Beat so langsam rauslaufen. Kein Plan. Du hast keinen Plan. Hey, hey. Ich tu so, als wenn wir Freunde wären. Dabei weiß ich ganz genau, ich krieg das nicht hin. Krieg's nicht hin. Ich tu so, als wenn wir Freunde wären. Oh, am Ende noch kurz vorm Ende wieder ein Poster nochmal gehabt. Wartet. Ja, 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 genau das, genau das, genau das. Ist auch wieder, aber auch diesmal anderes Poster, nicht so ein Poster, sondern achtet, so ein Poster. Es wäre so ein Poster, so ein großes Poster für die Tür. Für die Tür oder an so einen Schrank ran oder einfach auch mal so ein Poster machen. Nicht immer, auch mal so ein Poster ruhig mal machen. Ja, das sehe ich, das Poster, in der Bravo oder so. Oh, ich krieg das nicht. Nice. Ey, wir müssen uns mehr Live-Sachen geben. Nicht nur von Elif allgemein, sondern nicht nur von Elif, sondern allgemein. So rum ist es richtig, ja. Hey. Hey, Elif, auch schöne Frau, muss man nochmal sagen. Damn, nice, Mann, nice. Ha, Freunde. Vivo Originals, Vivo. Gibt uns gerne mehr von diesen Round-Sachen. Da gibt's noch mehr, oder wir müssen uns noch mehr ansehen. Ich mag das gerne, so Live-Songs, gerade bei Songs, die ich so gut kenne und so gut mag, die nochmal live zu hören, ist was ganz anderes, so dieses Feeling zu haben. Ich fand's sehr schön. Ich habe sehr viel mitgesungen, I'm fucking sorry, Leute. Es ging nicht anders, ich musste, es war keine Wahl da. Es ist rausgespudelt. Sorry, Leute. Ey, schreibt mir gerne, wie ihr es fandet, aber es ist krass, was sie für eine heftige Stimmbeherrschung hat und wie es sich einfach live fast noch an manchen Stellen besser anhört als in der Studioversion. Ich mag das Vivo Round System sehr, sehr gerne und finde gut, dass es jetzt auch nach Deutschland gekommen ist. Deswegen schaut es an alle Vivo-Leute und dann würde ich sagen, Freunde, sehen wir uns mal in einem weiteren wunderbaren Video. Bleibt fresh, so wie immer natürlich, ja, und ciao.